In 4 Tiersobrettel mit Rettichsalat. Für 2 Portionen. Zutaten: eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, eine Spanferkelschulter, Pfeffer, Salz, 1 TL butterbedingter Trennstrich Schmalz, 1 Suppengrün, TK, eine Tomate, 1 TL Tomatenmark, 1 TL Butter, 1 TL Mehl. Für den Salat: eines Rettich, 80 ml Weißwein, 1 TL Zitronensaft, 3 EL Olivenöl, 1/2 Band. Schnittlauch. Zubereitung: Zwiebel und Knoblauch pellen, würfeln. Fleisch pfeffern, salzen, in butterbedingter Trennstrich Schmalz rundum anbraten. Danach Zwiebel, Knoblauch, Suppengrün zugeben. Tomate würfeln, mit dem Tomatenmark einrühren. Nach 3 bis 5 Minuten mit 100 bis 150 ml wasserlöbedingter Trennstrich schälen, je nach Topfgröße, ca. 1,5 Stunden schmoren lassen, dabei immer wieder etwas Wasser nachgießen. Zum Schluss das Sobrettel rausnehmen, Sud und Gemüse durch ein Sieb passbedingter Trennstrich sieren, mit Butter und Mehl binden. Rettich schälen, in Scheiben schneiden. Aus Weißwein, Zitronensaft, Olivenöl, Salz, pfeffbedingter Trennstrich Pfeffer und Schnittlauch ein Dressing mixen, die Rettichscheiben damit formen n. feiner Tafelspitz. Für 4 bis 6 Portionen. Zutaten: 1,5 Kilogramm Tafelspitz, wird aus der Hüfte geschnitten, Salz, Pfeffer, 2 Zwiebeln, 1 Band. Suppengemüse: 10 pfefferbedingter Trennstrichkörner, 2 Lorbeerblätter, 2 Wacholderbeeren. Zubereitung: 3 Liter Wasser aufkochen. Tafelspitz kalt abbedingter Trennstrich spülen, mit Salz und Pfeffer einreiben, ins Wasser legen. Zwiebeln und Suppengemüse zerkleinern, mit dem gebedingter Trennstrich würzen in den Sud geben. Etwa 1,5 Stunden sanft köcheln. Wenn das Fleisch dann butterweich ist, aus dem Sud nehmen und ruhen lassen. Sonst noch ein Weilchen garen. Die Brühe durch ein Sieb passieren, bis sie klar ist. Tafel. Spitz aufschneiden, wieder hineinlegen und so servieren. Tipp: Feine Variationen ergeben sich durch wechselnde Kräuter. Der Klassiker kommt mit Salz, Pfeffer und Schnittlauch in der Soße aus oder wird mit mehr rettichbedingter Trennstrichsoße serviert. Feinschmecker schwören auf Lorbeer und Wacholder, gerne auch Senfkörner, oder zur Abwechslung mal Liebstöckel im Fond. Lecker dazu: Kartoffelschmarrn, geröstete Zwiebeln, Apfelmeerrettich, Dillbohnen oder Kürbisgemüse. Schwäbischer Zwiebelkuchen. Für ein Blech bzw. 4 bis 8 Portionen. Zutaten für den Teig: 350 g Mehl, 20 g Hefe, 200 ml laubedingter Trennstrich warme Milch, 1 TL Zucker, 1/2 EL Salz, 50 g weiche Butter. Belag: 1 bis 1,5 Kilo Zwiebeln, 200 g Speckwürfel, 50 g Butter, 4 Eier, 1 Becher saure Sahne, 125 ml Sahne, Muskat, Pfeffer, Salz. Zubereitung: Mehl in eine große Schüssel sieben, in die Mitte eine Kuhle drücken, Hefe hineinbröckeln, mit etwas Milch und Zucker verrühren, etwas Mehl darüber streuen, zugedeckt gehen lassen. Unterdessen Zwiebeln schälen, halbieren, in feine halbe Ringe schneiden. Speck in Butter anbraten, Zwiebeln zu bedingter Trennstrich geben, glasig und ganz weich dünsten, sonst verursachen sie Blähungen. Dann abkühlen lassen. Die übrige Milch erwärmen. Teig mit Salz, Butter und Milch zu einer festen, glatten Kugel verkneten. Wieder zu decken und nochmal eine gute halbe Stunde gehen lassen. Eier mit Sahne und Gewürzen verquirlen, Speck-Zwiebel-bedingter Trennstrich-Mischung unterheben.
Backofen auf 160 Grad vorheizen. Blech mit Butter ausfetten. Teig auf etwas Mehl ausrollen, aufs Blech legen, einen Rand hochziehen. Den Boden eibedingter Trennstrich nie gemahle mit einer Gabel einstechen. Die Zwiebelmaße gleichmäßig auf dem Teig verstreichen. 5 Minuten ruhen lassen, anschließend etwa 50 Minuten backen. Tipp: Statt mit süßer und saurer Sahne schmeckt der Zwiebelkuchen auch mit einem großen Becher Schmand. Esch. Spinat-Maultaschen. Für 2 Portionen bzw. 6 Maultaschen. Zutaten für den Teig: 125 Kuhmehl, 1 Ei, 1 IL Öl, Salz. Füllung: 1/2 Brötchen vom Vortag, etwa 4 IL Milch, 200 Gramm Spinat, TK oder frisch etwas mehr, 1/2 Zwiebel, 1 Knoblauchz, 1/2 Band. Petersilie, 1 TL Butter, 1 Ei, 1 IL Gär. Parmesan, Salz, Pfeffer, Muskat, 1 Eiweiß. Zubereitung: Mehl in eine Schüssel geben, Mulde hineindrücken, Ei, Öl, Salz zugeben, färbedingter Trennstrich kneten, Teig in Alufolie wickeln und im Kühlschrank ruhen lassen. Brötchen in Scheiben schneiden, in warmer Milch einweichen. Spinat putzen, blankieren. Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie putzen, fein hacken, in Butter anschwitzen. Gut mit ausgedrücktem brötbedingter Trennstrichchen, abgetropftem Spinat, Ei, Parmesan und Gewürzen vermischen. Nudelteig sehr dünn ausrollen, oder durch die Nudelmaschine schicken, mit Messer oder Pizzaroller 12 Rechtecke ausschneiden. Auf 6 davon die Füllung verteilen. Ränder freilassen, mit eibedingter Trennstrich weiß bepinseln. Mit den übrigen Teigstücken bedecken, Ränder gut andrücken, maultabedingter Trennstrich schön ausrädeln, in Salzwasser 10 Minuten sieden lassen und abgießen. Lecker dazu: in Butter gebratener Salbei mit Parmesan obenauf oder klassisch kartoffelbedingter Trennstrichsalat, begleitet von einem Gläschen Trohlinge oder Riesling.